Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin der Zocker. Und ja, wir müssen noch mal gucken, ob hier ein neues stegeliges Auto verfügbar ist. Ich sitze hier gerade ein bisschen chilliger, weil ich gerade von der Arbeit gekommen bin und komplett im Arsch bin. Ja, ich war jetzt auch nur duschen und das war's dann auch. Und draußen sind es unmenschliche 50 Grad, ja wahrscheinlich. 30 Grad, aber fühlt sich an wie 50, so. Ja, okay, wir gehen mal ins Spiel rein. So, gucken wir mal, ob da überhaupt irgendwas ist. Vielleicht haben sie es ja wieder nicht geschafft. Das wäre natürlich jetzt Ober der Abfucker, weil ich mich jetzt schon ein bisschen darauf gefreut habe, ein neues Auto zu bekommen. Und es lädt. Ja, also fertig. Stillgelegtes Auto verfügbar. Jawohl. Sauber. Ja, dann gucke ich jetzt mal, wo es steht und dann sehen wir uns gleich. Was? Stilllegtes Auto geortet? Hä? Lol, anscheinend gibt es eine neue Location. Also generell neue Locations oder was? Ich war eigentlich gerade auf dem Weg zu der Location, wo der Plymouth Barracuda das erste Mal stande. Ihr wisst, wo das ist. Das ist unten links im Wald. Ja, okay. Ja, krass. Ja, krass. Ich würde sagen, dann gucken wir erstmal, was es denn ist. Was ist es denn? Wir sind irgendwo hier vorne auf jeden Fall. Da hinten. Hä? Auf dem Schrottplatz? Nein. Das haben die ja geil gemacht. Auf dem Schrottplatz direkt. Warte mal, kommt man denn da irgendwie rein jetzt? Ist hier der Eingang irgendwo? Hier? Ach, hier ist sogar noch ein Coin. Oh. Zack. Fast die Hälfte. Hier muss es jetzt stehen. Hier um die Ecke muss es stehen. Leute, ich bin so gespannt, was das ist, ne? Warte mal. Wir machen jetzt mal den hier. Warte mal. Wieso ist denn hier nichts? Hä? Lol. Ist das hier hinter? Nee. Hier hinter? Jo, hier steht was. Hey, was ist das denn? Hey, warte mal. Ah, scheiße, wir müssen einmal dahin fahren. Scheiße. Da hinten steht das Teil. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich weiß nicht, was es ist. Ein Defender? Ah, das ist also das ist vermutlich ein Bossfahrzeug, dann würde ich jetzt mal behaupten. Aber wenn ich ehrlich bin, könnte ich jetzt gerade nicht sagen, von welchem Boss. Okay. Ja, Leute, das ist unser neues stillgelegtes Auto. Also, wenn das kein Offroader ist, dann weiß ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Das müsste ja, weil wir raten ja immer, was das für ein Auto sein könnte, aber hier ist ja schon fast klar. Ich muss ehrlich sagen, es ist mein erster Defender in dem Spiel. Ich habe mir noch nie einen gekauft. Also ich hatte mal vor, mir einen zu kaufen, aber ich bin nie dazu gekommen. Ja, Leute, da ist es. Also, wenn ihr wisst, von welchem Boss dieses Fahrzeug hier ist, schreibt mir unbedingt mal unten einen Kommentar, weil ich bin gerade echt komplett planlos. Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, ich hau euch jetzt mal hier Screenshots von der wirklich, wirklich brandheißen, neuen, aktuellen Location rein. Und danach machen wir die Verfolgungsjagd mit dem Wagen. Da bin ich ja echt mal richtig gespannt, wie der zu fahren ist. Ja, also ich bin jetzt irgendwie ein bisschen baff. Ja, los geht's. Jetzt bin ich gespannt. Extra mal Headset aufgesetzt wegen dem Sound, weil ich hatte den Wagen, wie gesagt, noch nie. Ach, ich bin hier durch. Massenkamerolage, Karambolage ist da. Ah, sorry, Leute. Sorry. Ich hatte die ganze Zeit mein Bild auf groß hier noch. Na gut. Ist aber bisher nichts Wichtiges passiert. Außer, dass ich mir hier wieder voll den Käse zusammenfahre. Aber ich bin jetzt gerade total geflasht irgendwie. Weil es so ungewohnt ist, ein neues Auto hier endlich mal zu sehen. Das ist einfach krass.
Aber jetzt mal Leute, mal ehrlich, so macht das Spiel doch wieder Spaß, oder? Wenn wir jede Woche ein, ja, komplett neues Fahrzeug bekommen würden. Was jetzt ja so ist. Also die, sag mal, die nächsten Monate haben wir jeden Tag ein neues Fahrzeug. Ich habe einfach richtig Bock da drauf, ne? Der ist sowas von safe ein Offroad-Fahrzeug. Guck mal, wie der abgeht im Offroad. Der zieht voll durch. Guck mal, guck mal. Die kommen gar nicht hinterher. Ah, scheiße, hier kommt eine Wand. Mann. Mist, nochmal zurück. Ah, wir müssen hier vorne durch den Tunnel durch, glaube ich. Das könnte jetzt nochmal kritisch werden. Reno nähert sich jetzt. Wo ist der denn? Ja. Anscheinend doch nicht. Ey, die Bullen, die können gar nichts machen im Offroad, ne? Komm, wir bleiben mal hier. Wir fahren einfach mal hier weiter. Zack. Ey, der ist ja mal richtig geil zu fahren, Offroad. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Natürlich ist es ein Jeep, ist klar. Aber der hat ja auch dadurch, weil es ein Jeep ist, einen hohen Schwerpunkt. Und ich dachte, der ist ein bisschen so, ja, so schwammig, so kippelig zu fahren. Wisst ihr, wie ich meine? Ach, komm! Hä? Normalerweise hätte das locker failen müssen jetzt. Haben die jetzt etwa die Zeit verlängert, bis man da gefangen wird? Also eigentlich war das safe. Hm, komisch. Gib mir erstmal einen dicken Bodycheck. Ja, kommt. Oh, 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 oh. Der muss doch da heile ankommen. Okay, das wird auf jeden Fall nicht die beste Zeit. Das ist schon mal ganz klar. Aber auf jeden Fall hat mir das jetzt am meisten Spaß gemacht, hier zu fahren. Oh, da oben ist auch ein Coin. Naja, scheiß mal auf die Coins. Und entkommen. 4 Minuten. Ach, geht ja eigentlich noch. Das ging ja. So. Natürlich ist es ein Offroader. Ach, guck mal, der hat auch schon hier die, das blinkende Neon in hellblau drauf. Oder ist das dieses Platinblau? Nee, ne? Das müsste doch hellblau sein. Guck mal kurz. Ah, Stahlblau. Okay, das habe ich bisher sogar noch nie drin gehabt im Auto. Das ist ja eins der neuen Farben, die wir bekommen haben mit dem letzten Update, also vom März. Die habe ich mir bisher noch nie angeguckt. Keine Zeit gehabt irgendwie. Ja, geil. Wir gehen einmal ums Fahrzeug rum. Ja, so sieht er aus, Leute. Also ich finde, Headset brauche ich ja nicht mehr. Ich finde das Design von dem Wagen mega nice. Also ohne Scheiß jetzt. Also das hat auf jeden Fall was. Er sieht so ein bisschen so nach, ja, nach Beach und ja, einfach irgendwie so nach Urlaub aus. Ja, auch, ja klar, wegen dieser Sandfarbe hier hinten, die ja aussieht wie ein Strand. Und ja, diese Wellenform, diese, was aussieht wie Tropfen hier drauf und diese Blautöne. Erinnert mich irgendwie an so ein Strandfahrzeug. Also, der ist echt geil, der Wagen. Ohne Scheiß. Der ist cool, vor allem auch mit den Zähnen. Das haben sie geil gemacht. Die sehen so leicht abgebrochen aus, die Zähne. Cool. Ja, mega, der Wagen ist echt geil. Ja, heftig. Jetzt steht aber hier auch nicht, von wem der ist, ne? Nee, schade. Land Rover Defender 110. Weiß Bescheid, ne? Ja, Leute. Das ist auf jeden Fall unser neues stegeliges Auto. Ja. Sorry nochmal, dass ich ein bisschen gefailt wurde, weil ich ja die Kamera die ganze Zeit auf groß hatte. Aber ich war jetzt irgendwie auch überrascht,
ja, den Wagen hier zu sehen, weil mit denen habe ich jetzt überhaupt gar nicht im Kopf gehabt. Also ich habe so ein paar Bosswagen im Gedächtnis, aber daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht und ich finde, der sieht echt cool aus. Oder ist es gar kein Bosswagen? Also ich bin da echt ein bisschen ratlos. Schreibt mal was in die Kommentare dazu auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Zocker.